Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Ich möchte euch bei diesem neuen Let's Show diese Pferdestation hier vorstellen. Die besteht aus diesen drei Gebäuden. Und Pferdestationen im Mittelalter, ich weiß nicht, ob es das wirklich gab. Ich habe mir für mich jetzt mal vorgestellt, diese Pferdestation ist dafür da, dass die Besucher, die da oben zu der Burg kommen, dass die hier ihre Pferde unterstellen oder aber auch, dass so Postreiter, die von Ort zu Ort reiten, weil früher gab es ja noch kein Handy, kein Smartphone und ähnliches, dass die sozusagen ihr die Briefe alle eingepackt haben und dann von Station zu Station reiten und die Briefe dann dementsprechend hier irgendwo abgeben und hier gegen frische Pferde tauschen. So habe ich mir diese Pferdestation jetzt mal vorgestellt. Und wir gehen jetzt mal rein. Achso, einen kleinen Blick von oben noch. So sieht sie aus. Die Station. Pferdestation halt. So, Reiter kommt an. Nehmen wir mal Besucher von der Burg. Kommt rein. Macht die Tür zu und gibt bei dem Pferdewirt oder diesem Stallbesitzer hier sein Pferd ab. Und sagt so, hier hast du mein Pferd, bitte kümmere dich darum, ich bin oben eingeladen auf der Burg. Ja, wie lange bleibst du denn? Ja, ich bleib so 4-5 Tage. Ja, okay. Macht dann so 30 Schilling. Oder 30 Cent oder, nee, Cent sind ein bisschen wenig. Schilling ist eigentlich in Österreich die Währung. 30 Taler. Genau. Also hier sind die 30 Taler. Jo, der Preis ist in Ordnung. Hier hast du mein Pferd. Okay, dein Pferd wird jetzt reingebracht. In diesem Fall zum Beispiel wird es hier reingebracht, hier reinge, diese kleine Box gebracht. Und sagt so, Pferd, jetzt sagen wir dich mal ab. Dann nehmen wir seinen Sattel ab. Du brauchst mir nicht mit dem Schwanz wedeln im Gesicht. Und packt dann den Sattel hier auf und die Zügel werden dann da hinten aufgebracht. Oder hingebracht. Hier ist auch noch Platz für ein paar Sättel, weil wir haben ja drei Pferde und der Platz da hinten ist ja ein bisschen mau, ein bisschen eingeschränkt. Hier ist dann der andere Platz. So, jetzt möchte das Pferd aber ein bisschen Wasser haben und dann nehmen wir ein Eimerchen, holen hier raus Wasser und bringen das dann rüber zum Stall und geben dem Pferd erstmal Wasser. Nicht, Pferdchen? Ein bisschen Wasser ist immer gut, ja. Wedeln wie mit dem Schwanz. So, habt ihr gesehen, er hat Hunger. Das war ein deutliches Zeichen, er hat Hunger. Also gehen wir jetzt in die kleine Scheune hier, nehmen etwas von dem Futter hier und bringen das raus zum Pferd und geben es dem Pferd, damit das Pferd rundum zufrieden ist. So, das haben wir jetzt gemacht. Und dann heißt es irgendwann auch, wird dunkel. Okay, hier wird es gerade nicht dunkel, aber nach getaner Arbeit möchte man sich ja auch mal zur Ruhe begeben. Scheune zu, Scheune auf und wieder Scheune zu. Und schon sind wir sozusagen im Innenhof, im Privathof des Hofbesitzers. Hier so ein paar Blumen überall und erstmal gründlich die Flossen waschen. So nach getaner Arbeit, was da so alles dran sein kann, Dreck und Schied und naja, was halt noch so. Gut, dann haben wir das gemacht, gucken wir nochmal ein bisschen in die Ferne, wie das Wetter so ist. Boah, ganz hübsch. Hier hinten können wir auch nochmal runter gucken oder in die Ferne gucken oder zu Burg hochgucken, was da so gerade ist. Auch hübsch. Schön, gehen wir mal rein. Zack, Tür zu. Nach getaner Arbeit sind wir hier sozusagen gleich im Wohnraum. Flur gibt's hier nicht so richtig. Flur-Wohnbereich. Hier können wir auch nochmal rausgucken. So mal hinsetzen. Birkenwald angucken. Sonnenblumenfelder angucken. See angucken. Einsames Schaf angucken. Ja, halt was so da ist. So, dann können wir uns natürlich auch noch was zu essen wurzeln hier. So ein kleines Steak oder Schnitzel oder irgendwas anderes Nettes, so ein kleiner Eintopf, so Irish Stew oder sowas oder Lapskaus. Okay, Lapskaus eher nicht. Lapskaus hat übrigens nichts mit Lachs zu tun oder mit Fisch, wer das meint. Sieht zwar ein bisschen bescheiden aus, aber schmeckt unheimlich lecker und macht recht schnell satt. So,
Nach getaner Arbeit oder getanem Kochen setzen wir uns hin und schnabulieren eine Weile und lesen dann vielleicht noch ein gutes Buch oder auch zwei, je nachdem wie wir Zeit haben. Oder gehen hier auf die Terrasse, gucken in die Ferne oder wieder zur Burg hoch, was da so eben passt. Und abends, nach getaner Arbeit, dann nach einer ausgiebigen Ruhezeit gehen wir hoch ins Bett. Bett hier ist hier. Und können uns dann schlafen legen oder hier noch irgendwas sortieren in unseren Kisten oder gucken, was wir so da haben. Ich glaube, in den Kisten habe ich nichts drin. Wenn ich mich so recht erinnere. Nein, 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 es ist nichts drin. Gut. So, so ist dann der Tag unseres Pferdehofbesitzers. Könnte ich euch noch irgendwas zeigen, was mir so einfällt? Ich glaube nicht. Ich hoffe, dieser kleine Rundgang hat euch gefallen. Über ein positives Feedback freue ich mich wie immer sehr. Über ein Like auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. See you soon. Bye bye.